Wir sind sehr erfolglos im Abschieben. Die Gewalt auf Straßen, an Schulen und Bahnhöfen nimmt zu. Und Deutschland wird islamischer und damit unfreier. Von der sich anbahnenden Katastrophe für unsere Sozialsysteme mal ganz zu schweigen. Dass Sie angesichts dessen seit 2015 fast 50.000 Migranten selbst nach Europa haben bringen lassen, ist deshalb unverantwortlich. Und ich habe großes Verständnis für die neue italienische Regierung, die sich entschieden hat, durchzugreifen und ihr Volk zu schützen. Und wenn Sie dieses Mandat heute auf den Weg bringen wollen, dann müssen Sie uns auch mal sagen, wo die Migranten denn eigentlich hin sollen, wenn Italien sie in Zukunft nicht mehr aufnehmen wird. Wir müssen verhindern, dass sich die Menschen überhaupt erst auf den Weg machen. Und zwar auch um der Migranten willen. Die sitzen wegen uns nämlich nun in viel billigeren und gefährlicheren Booten als vorher. Die Schleuser erzielen ihnen Märchen, auch das ist schon lange bekannt, von Willkommensgeld, Häusern und Autos und bringen sie damit dazu, ihr Hab und Gut zu verkaufen, um sich die Überfahrt leisten zu können. Was sie heute auf den Weg bringen wollen, ist Symbolpolitik zum Nachteil Deutschlands und zum Nachteil der Migranten. Und es kann auch nicht sein, dass jeder, der sich in ein Boot setzt und losfährt, uns damit dazu zwingen kann, ihn nach Europa zu fahren. Wir müssen Migranten, die im Mittelmeer aufgegriffen werden, konsequent nach Afrika zurückbringen. Die Schleuser nehmen von ihren Kunden bis zu 10.000 Dollar pro Fahrt, und das zahlt niemand, der damit rechnen muss, direkt wieder von europäischen Schiffen zurückgefahren zu werden. So könnten wir den Schleppermarkt austrocknen. Dank uns ist es aber jetzt viel einfacher als vorher nach Europa zu kommen und damit natürlich auch attraktiver. Die Schleuserei ist ein 4 Milliarden Dollar Geschäft, das europäische Schiffe längst zu seinem Vorteil nutzt. Wir brauchen für Libyen eine nachhaltige Strategie. Die libysche Küstenwache muss weiter gestärkt werden und die Schlepper müssen an Land bekämpft werden. Helfen wir doch der UN dabei, Aufnahmezentren in Libyen zu errichten, in denen dann menschenwürdige Bedingungen herrschen und zu denen aufgegriffene Migranten zurückgebracht werden können. Das momentane Konzept kann den Auftrag von Sophia nicht erfüllen. Es gäbe daher überhaupt keine vernünftige Grundlage, hier zuzustimmen. Und zum Entschließungsantrag der Linken. Sie wollen ja den NGOs in ihrer Zusammenarbeit mit den Schleppern komplett freie Hand lassen. Da sind wir natürlich auch dagegen. Danke.